Herzlich willkommen zurück, liebe Leute, zur neuen Aufnahme vom FM23 mit dem Projekt Wuppertal. Wir spielen im Pokal unter der Woche gegen FC Büderich. Gehen wir mal rein. Ich weiß gar nicht genau, wo Büderich liegt. Wir haben jetzt keine Statistiken drüber, spielen in Landesliga Niederrhein. Also hört sich ein bisschen wie Kölner Gegend an. Wenn ihr da genaueres habt, hier oben Meerbusch wird angezeigt. Das ist ja dann oberhalb von Düsseldorf eigentlich, ne? Also wenn ihr genauere Infos habt, genau mal in die Kommentare. Ja, wie gesagt, sind wir natürlich großer Favorit, werden wir natürlich dementsprechend auch trotzdem ernst annehmen. Dahl hat sich in der Woche verletzt, 2 bis 3 Wochen, die Woche war ja relativ kurz, allerdings fällt er natürlich jetzt aus, wahrscheinlich auch im nächsten Spiel gegen Meppen. Dann wurde ein Spieler in die Elf der Woche gewählt, nämlich Emanuel Tafferzöfer nach seiner Vorlage, da habe ich auch mit ihm besprochen, dass das ein gutes Spiel war. Und hier, der Wuppertaler SV ist sehr erfreut über meine Äußerungen, ich wurde in Verbindung gebracht mit dem Trainerstuhl in Regensburg. Es kam kein Angebot, aber das habe ich natürlich sofort gesagt, dass ich hier gar nicht weg möchte. So, und dann sind wir nämlich schon direkt beim Fitnesstest. Heute kann es sehr schnell losgehen. Wir könnten Galle einsetzen, das haben wir letztes Mal ja auch schon gemacht. Langhoff muss noch 2 Tage warten, bis er überhaupt wieder ins Training kommt. Könnte für Meppen eine Option werden, schauen wir uns an. Wir werden allerdings ein bisschen rotieren, definitiv. Hier in der zweiten Runde, trotz Ernsthaftigkeit, vor 518 Zuschauern in der Bezirkssportanlage am Eisenbrand, so heißt es hier, beim FC Büderich. Wir gehen mal rein, schauen uns das mal an. Ich werde Wolfram nochmal drin lassen, weil ich denke, er kann hier dieses Spiel vielleicht auch nutzen, um ein bisschen mehr wieder in Form zu kommen. Wächter wird allerdings spielen für Güler. Er ist ja so ein bisschen der Pokalschreck in der letzten Saison gewesen. Vielleicht ist er in diesem Spiel da genauso stark. Djongue kommt für den Kollegen Bohl rein und Hotzer wird defensiv für Tafferzöfer spielen. Wir müssen ja, wie gesagt, auch ein bisschen rotieren, weil wir englische Woche haben. Francis weiter auf links, der hat es beim letzten Mal gut gemacht und Lutzmann ersetzt den erkrankten Dahl in der Innenverteidigung. Keilmann, wie gesagt, weiterhin für Langhoff ins Spiel. So sieht's aus. Unsere Gegner werden wir mal trotzdem natürlich kurz einstellen. Skibbe ist hoffentlich nicht der Trainer Skipper, der wäre jetzt schon ein bisschen älter. Ne? So, wir werden auf ausgewogen spielen und mit Optionen natürlich auf kontrolliert, was wir aber selten machen. Diszipliniert nehmen wir raus. Den Rest lassen wir drin. Gegenpressing ja auf jeden Fall und viel häufiger pressen auch. Ja, so wird es dann hier sein. Defensiv wollen wir trotzdem hinten aufpassen. Ich hatte überlegt, hier noch Hotzer ein bisschen offensiver, machen wir aber nicht, bleiben wir dabei. Ja, ich würde sagen, das machen wir so. Viertes Spielführer wird Bogjans ausgewählt, alles gut. Wir werden im Spiel mal erweiterte Highlights machen. Das haben wir ja beim letzten Mal ja auch, da ging es ja 9-0 aus. Also das sind so Pokalspiele, meistens immer ja dann ein sehr langes Spiel. Da wollen wir ja auch hier niemanden mit langweilen. Wir versuchen es mal mit, aber wir können ja zurückschalten, wenn es jetzt nicht so weit ist. Oder wenn es nicht so läuft, wie wir uns das vorstellen. Habt euren Plan. Das definitiv. Wir werden den Sturm motivieren, gehen dann rein und stellen dann, wie gesagt, hier mal auf entscheidende Highlights mit der Option, das umzustellen. Die spielen in dunkelblau, wie es ausschaut. Nicht ganz so optimal im Vergleich zu unseren Trikots. So, die erste Szene sehen wir dann aber schon. Djongue auf Salau. Und da ist Yusufu im Tor und hält. Ecke Schwers. Und dann gibt es wohl Elfmeter. Irgendwas passiert da. Wolfgang wird gefault. Er wird schießen. Schwers, das kennen wir. Der ist da relativ sicher und verwandelt auch 3. Minute 1-0 Tor für uns durch Schwers. Das wollen wir uns nicht nochmal angucken, den Error. Ich denke, der reicht einmal. Wächter zurück auf Hotzer, da versucht es mal ganz. Francis da. Da schwimmen sie da hinten gewaltig. Und der Hotzer auf Wächter, das ist nicht gelungen.
Da war er aber auch völlig alleine. Hätte man vielleicht einen ruhigeren Aufbau mal forcieren sollen. Wolfram auf Burkjans, der auf Wächter und diesmal sitzt kein Abseits mehr. Er trifft 2:0. Wächter, der Pokalstecker, wieder zugeschlagen. Vorbeit kam von Burkjans. Sehr schön gemacht. 12. Minute 2:0. Ja, nicht so schlecht. Ui, schöner Pfosten. Kopfball von Wolfram, glaube ich. Das war Wolfram definitiv, aber auf dem Keeper. Chongwe auf Wächter, auch das schön gespielt und er macht das Tor zum 13. Sein zweiter Treffer. Chongwe in der Vorbereitung. Sehr schön. Burkjans auf Chongwe und jetzt macht das selbst. Zweite Vorlage von Burkjans, sehr schön gespielt auch. Wir würden hier mal das Pressing ein bisschen rausnehmen, um ein bisschen schon mal Kräfte zu sparen. Und auch das Gegenpressing mal rausnehmen. Es steht 4:0. Und dann sagt das nächste Spiel gegen Mitten war es, glaube ich, dann schon mal. Und langsam einstellen. Und das sind 24 Minuten, aber ich meine. Da brennt heute nichts mehr an, da bin ich mir sicher. Jetzt mal Francis über die Seite. Könnte sich auch da mal ein bisschen mehr zeigen. Das war jetzt nicht ganz so stark. Sehr schön aufgepasst. Der hat ein gutes Stellungsspiel, finde ich. Er holt da immer wieder Bälle. Wenn er häufig spielt, er gar nicht. Aber wenn er spielt, ist das stark zu sehen, dass er sich die Bälle da gut holt. Burkjans wieder auf Wächter und da ist das 15. dritte Vorlage von Burkjans und auch dritter Treffer von Wächter, wenn ich jetzt richtig gezählt habe. Nicht immer in der Konstellation, aber es ist völlig wurscht. 30. Minute 5:0. Von Wolfram darf jetzt noch ein bisschen mehr kommen, der wollte sich ja jetzt ein bisschen einschießen, aber Wächter hatte sein drittes gemacht. Patrick versucht es dann. Burkjans ist durch. Es bleibt beim 5:0. Spieler Strufe von denen mit 5,8 rot. Ist dort eindeutig der Schwachpunkt. Freistoß jetzt, Francis. Kann nicht alles klappen. 25:0 Schüsse, 10:0 aufs Tor, 4,77 XG, sagt glaube ich alles aus. 2 Minuten Nachspielzeit sind jetzt rum, wir gehen in die Pause. Souveräne Leistung. Und macht weiter so, wir werden jetzt auf jeden Fall mal ein bisschen durchwechseln. Salau dürfte mal Pause machen, dafür habe ich Latris mitgenommen, das ist ja auch ein neuer junger Spieler, der noch die U19 noch spielt, aber interessanter Mann, den würde ich gerne mal hier bringen. Achso, ich wollte mal schauen, ob er Flügelverteidiger hat. Wird gar nichts angezeigt. Naja, das können wir ja, glaube ich, hier sehen. Nee, wo war das? Oh ne, kann man auch nicht. Egal. Wir bringen ihn auf jeden Fall. Wolfram, ja, nicht so gut, aber auch
nicht wahnsinnig fit mehr. Den bringen wir gleich so ab der 60. würde ich mal sagen. Dann kommt Janko dafür rein. Deming können wir noch bringen, aber für wen? Für Bokerns. Soll auch mal die ZMA-Rolle spielen. Die beiden Wechsel würde ich machen. Und dann gucken wir gleich weiter. Wettquoten da oben sehe ich übrigens jetzt gerade mal 1,44, wenn wir gewinnen. Also wenn man 10 Euro gesetzt hätte, hätte man 14 Euro gekriegt. Ja, hätte man auch mal 1000 Euro wecken können. Das sieht da doch sehr eindeutig aus, oder? Jetzt passiert allerdings hier gerade gar nichts in der zweiten Hälfte. Und jetzt bringen wir, wie gesagt, Janko für Wolfram rein, der als hängende Spitze ja schon gezeigt hat, dass er das gut kann. Das machen wir auf jeden Fall. Und die anderen sind quasi Stammspieler, wobei Pitlick hier kaputt ist. Dann würden wir für Pitlick Galle bringen, der auch Innenverteidiger spielen kann. Wirklich nicht noch eine einzige Szene in der zweiten Hälfte. Völlig zurückgelehnt. 510 Zuschauer, 300 aus Wuppertal. Und dann haben wir auch noch eine Chance. Die haben auch einen Langhoff. Und der hat aufs Tor geköpft. Die haben jetzt auch gewechselt, aber wir werden da jetzt nichts einstellen. Das ist schon, das passt schon. Hier an der Bezirkssportanlage am Eisenbrand. Finde ich irgendwie cool. Wieder Biberich. Schon wieder hier versucht mit der Rätsche. Was ist beinahe passiert, der Ehrentreffer? 2 Minuten Nachspielzeit. Aber das war ein souveräner Sieg. Ich kann natürlich mit der ersten Halbzeit brillant zufrieden sein, mit der zweiten jetzt nicht nur wirklich. Auch wenn es reicht, aber ist jetzt unverständlich. So viele Wechsel haben wir ja jetzt nicht vonstatten gebracht, dass wir hier völlig aus dem Konzept gekommen sind. Niedergassel dann nochmal mit der nächsten Chance für Biederich. Aber auch die geht drüber und dann bleibt es beim 5:0 souveräner Sieg. Aber über die zweite Halbzeit müsste man reden. Wäre ich da sehr, sehr stark. Ich würde gerne mal die Spielerstatistiken bei Hotza sehen. 88%. Ja, wie gesagt, ist ein Spiel gegen eine schwächere Mannschaft. Latris hat sich jetzt auch nicht aufgedrungen sozusagen. Na gut, nehmen wir so hin. Gute Arbeit hier, das kann man schon noch sagen. Gut, dann geht es nächste Woche Montag ja weiter gegen den SV Meppen. Wir schauen mal, wann die Pokalauslosung stattfindet. Ob wir die schon haben? Ne, die haben wir hier nicht drin. Dann wird es die erst nächste Woche geben oder wann auch immer. Da kommt sie erst am 15. wird ausgelost. Ja gut. Gut, Leute, dann machen wir hier die kurze Pause wie immer und dann sind wir gleich wieder zurück zu dem Spiel gegen Meppen. Bis gleich. So, da sind wir zurück. Nach dem doch sehr erfolgreichen Spiel im Pokal gegen Biederich geht es jetzt gegen Meppen auswärts. Gehen wir mal rein, was in der Woche so war. Erstmal der Scout-Bericht. Sie spielen ausgewogen, dynamisch, sind Sechste in der Liga, haben sich so heimlich, still und leise so irgendwie nach oben gespielt. Wenig Zweikämpfe, schwach im Zweikampf ist hier schon zu sehen. Wenig Dribblings, häufig gefoult. Naja, kann man jetzt auch nicht so wahnsinnig viel mit anfangen. Sie spielen Tiki-Taka in einem 4-3-3, Poré als Knipser 3-0, Kleinsorge 3-1, inverse Außenstürmer, genauso wie Abifade 0-2 bisher. Dann zentraler Mittelfeldspieler David Vogt, genauso wie Bibic, beide so semi-erfolgreich. Flügelverteidiger ist Sascha Risch und ebenfalls hier 0-3 schon bei Balmat, auch nicht so ganz so verkehrt. Die Spiele bisher im letzten Jahr zu Hause 1-0 gewonnen und auswärts 0-0 gespielt, also noch nicht verloren. Da hätte ich nichts gegen, wenn es auch so bleibt. Was war sonst noch? Jetzt mal das finanzielle Update. Wir sind bei 3,6 Millionen Minus mittlerweile angelangt. Ja, krasse Sache. Aber haben wir schon thematisiert. Werden wir dann auch sehen, wie sich das weiterentwickelt. Dorian Wächter hat sich leider verletzt. 11 Tage bis 2 Wochen. So ein schönes Pokalspiel gemacht. Und dann leider
oft verletzt. Die Leistungsbeurteilung des Vorstandes, man gibt mir eine 1+, die Fans geben mir eine 2-, bin ich mit beiden natürlich sehr zufrieden. Dann haben wir in der Liga gegen Preußen Münster mit der U19 4-3 gewonnen. Das war ein spektakuläres Spiel. Ja, 3-1 zurückgelegen, dann 3-3 und dann kriegen die eine rote Karte und dann gelingt uns noch das 4-3. Wir holen in den wichtigen Dreier wieder Platz 8, 15 Punkte. Auch sehr schön. Francis hat sich dann auch noch verletzt, 2 bis 3 Tage, wird aber im nächsten Spiel definitiv nicht spielen können. Und dann gibt es noch die Information, dass sich Röttgen entschieden hat, den Verein zu verlassen. Der war ja bei uns nur noch, weil wir ihn nicht freigegeben haben. Also einen offiziellen Vertrag hat er nicht, die Spieler können dann aber bleiben. Jetzt hat er sich entschieden, den Verein zu verlassen. Ob er irgendwo hingegangen ist, habe ich noch gar nicht geguckt. Nee, ist einfach nur vereinslos. Will auf sich aufmerksam machen vielleicht. Gut, und Markowski wollte mit uns sprechen. Das ist ja ein Jugendspieler, der gut durchaus Talent hat. Ja, aber bei uns momentan nicht so zum Einsatz kommt. Auf der rechten Verteidigerseite eigentlich. Ihn haben wir jetzt dann besprochen, dass wir ihn ausleihen, wenn die Möglichkeit gibt. Damit war er dann einverstanden. Dann kommen wir zu dem Fitnesstest. Galle kann spielen, muss auch, weil Francis sich verletzt hat. Francis, wie gesagt, nicht dabei und Langhoff werden wir erstmal wieder auf die Bank setzen. Keimann hat das ja nicht schlecht gemacht, von daher würde ich da jetzt auch nichts überstürzen und ihn gegen Meppen spielen lassen. Die Ergebnisse von dem Spieltag, die schon stattgefunden haben, Dresden besiegt Magdeburg 2-0, Halle gegen Aue 5-1, Dortmund 2. gewinnt gegen Altlinike 2-0, Viktoria Köln gegen Freiburg 2-0, Heidenheim Fortuna Köln 0-0, Regensburg Offenbach 0-3, Oldenburg Ingolstadt 1-1, Stuttgart 2 verliert gegen Fair 0-1 und Osnabrück verliert gegen Bayern 2-1-2. Also beide Mannschaften, die da oben gespielt haben, da war noch übrigens ein Spiel von Altlinike gegen Stuttgart, schon ein bisschen länger her. Aber Osnabrück, der Tabellenführer, glaube ich, haben verloren, Magdeburg hat verloren, dann lass uns doch mal ganz kurz reingucken. Ja genau, die beiden haben verloren, Dortmund 2 hat gewonnen, das sehen wir ja auch hier dran. Ja, haben ein bisschen gepatzt, aber für uns heißt das erstmal nichts. Wir wollen einfach in Anführungsstrichen nur Punkte sammeln. Dann gehen wir rein ins Taktik-Meeting in der Hensch Arena vor 6.731 Zuschauern Meppen. So sieht's aus. Ich hatte ja schon gesagt, Keimann bleibt im Spiel. Lutzmann wird auch spielen für weiter den verletzten Dahl. Galle auf der linken Seite für Francis. Tafferzöffer kommt wieder rein. Bohl kommt auch wieder rein. Und Güler und Steinmetz sollen es jetzt vorne machen. Wolfram hat mich zuletzt nicht überzeugt. Janko auf der Bank für den verletzten Wichter. So sieht's aus. Dann stellen wir das noch eben ein. Der hatte auch schon ein paar Vorlagen gemacht. Ja, inverse Stürmer waren das. Aber wir werden uns mal auf uns konzentrieren jetzt hier. Wir werden vorsichtig spielen. Ja, sie sind ja relativ gut. Disziplin, lassen wir die drin oder lassen wir die nicht drin? Vom Gefühl her würde ich eher sagen, nein. Wir gehen gegen Pressing. Wir ziehen uns aber normal zurück. Das ist ja nicht verkehrt. Und Pressing gehen wir auch mal ein zurück. Bohl darf offensiv fast sein. Das ist auch richtig. Ja. Dann würde ich sagen, passt das so. Ich hätte, ja, Jungue, ja oder nein. Jugendforsch ist da momentan dann nicht der Fall. Der letzte Bohl hat ja zuletzt nicht gespielt. Im Pokal wurde geschont, Tafferzöffer auch. Deswegen sollten wir die Spieler dann auch frisch spielen lassen. Sonst hat nämlich keiner hier irgendwie ein Problemchen. Ja, lass uns reingehen. Komm, machen wir es mal so. Gibt noch genug Spiele, um Jugendspieler zu forcieren. Oder wir wechseln nachher ein. Trainer ist dort André Schubert. Zuletzt 4 Siege, 1 Unentschieden. Das war das, warum sie sich nach oben gekämpft haben. Wir aber auch mit 3 Siegen, 1 Niederlage. So schaut's aus. Einige Wechsel auch bei ihm. Ich will hier das Spiel gewinnen. So sieht's mit dem auch aus. Das würde ich gerne mal sagen. Steinmetz darf so weitermachen wie beim letzten Mal. Und die Verteidiger motivieren wir auch mal. Passt. Rein ins Spiel. Jetzt müssen wir mal eben wieder umstellen, denn deshalb sehen wir das jetzt ja nicht. Wir müssen wieder auf erweiterte Highlights sehen. Dann sieht man nämlich noch nicht mal den Anstoß. Ich jetzt im letzten Spiel vergessen. Aber ich denke, wir haben durch den Anstoß nichts verpasst hier. Aber irgendwie bei Pokalspielen oder so geht immer die Tabelle wieder raus. Verpassen tun wir auch nichts in der ersten Viertelstunde. Hier ist wenig los.
alle mit Gelb, das schauen wir uns gleich an. Wir spielen uns in Schwarz, die haben nämlich ähnliches Blau wie wir, wenn nicht sogar dasselbe. Heimat, da hat er schon gute Vorbehaltungen gezeigt, das hat man auch sehr vorhin. Erste Aktion also für den SV Meppen, der ja früher immer so stand als typische Sinnbild für eine zweite Liga. Da sind sie jetzt schon länger nicht mehr. Ich kann mich erinnern, am ersten Abstieg des VfL. Unser erstes Spiel war, meine ich, in Meppen. Dann haben wir 2-0 gewonnen. Bin ich aber jetzt nicht ganz sicher. Oder 1-0? Egal. Uwe Wegmann war auf jeden Fall Torschütze, bin ich, da bin mir gerade ziemlich sicher. So, das kann ich euch alles erzählen, weil hier gar nichts passiert. Pitlick macht ein gutes Spiel. Ansonsten auch vom Meppen nicht viel zu sehen. Ihr macht das gut, hängt euch voll rein. Ich überlegte zwar trotzdem auf ausgewogen zu gehen, da von unseren Gegnern so auch gar nichts kam, aber das könnte natürlich auch wieder Türen und Tore offen lassen. Ich würde es lieber mal lassen. Oh, wir gucken noch mal kurz die Noten hier an. Also, so sticht keiner voraus, heraus, ne? Und auch die Offensive, völlig schwach. Aber trauen wir uns das oder trauen wir uns das nicht? Komm. Wir machen es mal. Und bleiben bei dem Rest dabei, wie wir es eingestellt haben. Schwer ist heute nur mit 6-4. Der ist auch bei uns auch gelb gesehen. Den machen wir auch nochmal eben. Ja, ich lasse es mal bei der Änderung. Wechseln tun wir erstmal noch nicht. Motiviert sind die Leute. Dann sehen wir auch wieder einen Anstoß. Auf geht's. Wir wechseln jetzt. Manske kommt rein. Das müssen wir uns mal eben anschauen. Der spielt nämlich im offensiven Bereich auf der linken Seite. Ganz auf Bühne, das war gut gespielt und dann. Ja, abseits, ich dachte, der Pfiff schon auf Meter. Ich will nicht gerade nur ein bisschen mehr Kreativität reinkriegen. Wir könnten Deming mit seinen guten Pässen bringen, vielleicht für Sala auf der rechten Seite. Dann machen wir jetzt auf 60. Minute. Güler und Steinmetz nicht gut. Wir wechseln auch jetzt den kompletten Sturm aus. Oder? Also Wolfram auf jeden Fall. Ob wir auch Janko bringen? Wie hat Janko denn trainiert? 7,45. Hat jetzt noch nicht so wahnsinnig viel gezeigt, ne? Auch er ist ein Jugendlicher. Wir bringen Wolfram in vorderster Spitze und Janko als pressen bzw. als hängende Spitze. Das hat er auch mal sehr gut gemacht. Auch bei den Jugendspielen übrigens ist mir das mal aufgefallen. Da zeigt sich schon, dass man das gut machen kann. Galle hat sich auch noch verletzt, sehe ich gerade. Das ist ja nicht so gut. Dann muss hier Menunion zu seinem Debüt kommen. Hotzak kann auf der linken Seite nicht spielen. Ne? Nee. Der ist Linksverteidiger und auch Innenverteidiger. Dann herzlich willkommen in der dritten Liga. Dann wechseln wir jetzt hier dreimal. Euch leuchtet kein Druck. Das sieht vor allem der Jugendspieler so. Oh, Entschuldigung, ich muss nochmal rein. Die haben auch wieder gewechselt. Wieder Manske. J. Manske und P. Manske. Sind das Brüder? Sieht fast so aus. Ja, jetzt wird das Team ermutigen. Deming bekommt gelb. Also echt selten an ein langweiligeres Spiel erinnert wie dieses hier.
Aber von beiden Mannschaften, das ist das Ganze. Wechseln können wir nicht mehr. 5 Minuten sind es noch. Wohl. Ah, Daniel verliert den Ball hoffentlich wieder. Gut. Dann verlieren wir den schon wieder. Aufpassen, holen uns wieder. Also das ist sinnbildlich für dieses Spiel gerade. Aufpassen, jetzt J. Manske und Boré trifft. Mensch, 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 Mensch. Also das konnte letztendlich nur durch ein dusseliges Tor passieren. Wir werden die Offensivtaktik machen. Brokians aber dann hinter den Spitzen. Das machen wir ballerobernd, unterstützend. Metzala angreifen, wobei das ist gar nicht so seine Position. Ne? Das hatten wir von Django E-Wechsel nicht umgestellt. Ich würde ihn als Box-to-Box jetzt wieder bringen. Die sind sowieso offensiv eingestellt. Gehen wir mal auf komplette Offensive, beide mit angreifend. Gerade der junge Mann. Ein etwas höheres Tempo nochmal gehen. Ja, letztendlich alles nach vorne werfen. Ja, doof. Ach, jetzt wird es wird abgepfiffen. Es ist abseits. Ich hätte doch mal eine Sekunde warten sollen. Ja, Heidewitzke, jetzt habe ich das alles auch offensiv hier stehen. Brech zusammen. Dann gehen wir jetzt auf der Taktik vorsichtig. Diszipliniert. Wir machen jetzt mal. Leid. Vielleicht klappt das ja auch was. Ich meine, wir müssen ja vielleicht auch irgendwas tun. Das wäre jetzt der Hammer. 4 Minuten Nachspielzeit. Schönen Ball geholt. Brokians. Super auf Wolfram. Der ist durch. Und dann wird er noch gefoult. Gibt kein Videobeweis hier, der Anlage. Wäre aber anschaubar gewesen. Sagen wir es mal so. Wieder der Angriff. Mugong. Schöne Flanke auf wen auch immer. Schön noch von den Jugendlichen. Jetzt noch 30 Sekunden. Ja. Ein bisschen was ist wenigstens jetzt mal passiert. Aber aufpassen jetzt hin. Und Bro holt sich hier die gelbe Karte. War ein taktisches Foul. Alles okay. Aber deswegen Freistoß. FCF. Der ist drüber und damit soll es das doch gewesen sein. Na ja, dann holen wir gegen starke Meppen, also stark in der Tabelle. In dem Spiel waren sie jetzt auch nicht gut. Die letzten paar Minuten hat es ein bisschen was gegeben, ansonsten war es einfach ein schwaches Spiel, muss man so sehen. Wir holen einen Punkt, das müssen wir so sehen. Puffer 12 war heute gut. Ja, dann der junge Mann auch, guck mal, 7,0. 4 Bälle abgefangen sogar in der kurzen Zeit, also hat schon was, ne? Wo die Werte jetzt nicht so berauschend sind. Ist ja auch schon 20, also kein 18-Jähriger mehr. Naja, aber vernünftig. Bin ich mit zufrieden. Da kann ich mitfühlen. Ist nicht so gelaufen, wie wir es wollten. Das können wir auch mal so sagen. Und deswegen schließen wir jetzt hier den 14. Spieltag ab mit dem 0:0 in Meppen. Wir sind 8er weiterhin, Meppen 6er. Da ändert sich nichts. 21 Punkte. Alles gut. Galle hat sich verletzt. Schauen wir noch an. 2 bis 3 Tage nur. Okay. Das ist nicht ganz so dramatisch. Die nächsten 2 Spiele dann noch zu Hause gegen Halle und bei Viktoria Köln. So sehen die nächsten Spiele auf. Ich hoffe, ihr seid dann wieder mit dabei. Ich sage danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Mach's gut und bleibt gesund. Ciao, ciao.